29.600. Haben letztes Jahr den Stecker gezogen. Aus, Schluss, vorbei. Bankrott. Wer von den hier Anwesenden ist selbstständig? Wer von den Anwesenden hier ist Geschäftsführer? Ja. Wer von den Anwesenden hier leitet ein Projekt? Meinen Sie, dass die Geschäftsführer von diesen 29.600 Firmen gewusst haben, dass sie bankrott gehen? Würden Sie Ihr Geschäft, Ihr Projekt, Ihre Selbstständigkeit weiterführen, wenn Sie wüssten, dass es finanziell sich nicht tragen wird? Damit sind wir im Thema drin, nicht wissen. Also ich möchte mich erstmal bedanken beim Herrn Dr. Professor Rischke für die Möglichkeit, dass ich hier auch vortragen kann. Danke. Und ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich freue mich auch sehr, viele neue Geschichten zu sehen. Und ich freue mich auch sehr, viele bekannte Gesichter zu sehen. Und dafür bedanke ich mich. Danke. Zum Anfang, wer ist der Typ da vorne? Warum steht er hier vorne? Und deswegen mal kurz vorstellen, wer ich bin. Ich heiße Daniel Juling. Ich bin studierter Maschinenbauer hier in München an der FH. Und habe dann noch in Sevilla ein European National Certificate gemacht. Das geht Richtung MBA, nur kleiner. Und habe dann vor 16 Jahren in SEAT eine technische Projektleitung angefangen. War in der Automobilindustrie, habe dann auch eine Vertriebsniederlassung 9 Jahre gehabt in Spanien für Bahnführungswalzen, für die Papierindustrie, Druckindustrie, Folienindustrie. Und die letzten 6 Jahre beschäftige ich mich mit komplexen Systemen, mit Philosophie, mit Soziologie. Warum? Ich hatte eine Berufung. Ich bin davon überzeugt, dass jeder ein Lokalexperte ist. Jeder weiß selber am besten, wie er sich fühlt. Und ich stelle mir die Frage, wie kann man diese lokale Expertise miteinander vernetzen, damit das Optimum für die Gesellschaft rauskommt, ein Optimum für eine Firma, ein Optimum für ein Team. Und ich habe dann eine Internetplattform angefangen, consensa.org, wirkliche Diskurse, wo ich auch ein philosophisches Café geführt habe, wo Leute aus ganz verschiedenen Hintergründen über ein und dasselbe Thema gesprochen haben und philosophiert haben. Und da konnte ich sehr viel lernen, vor allem eins, es gibt ganz viele unterschiedliche Weltbilder und es ist so einfach, aneinander vorbeizureden. Und da ist das Thema nicht so entstanden. Ich habe gemerkt, desto mehr ich praktisch mich studiert habe, mich bemüht habe, diese Welt zu verstehen, desto mehr ist mir bewusst geworden, wie wenig ich eigentlich weiß. Und dann ist auch das Thema entstanden, Nichtwissen. Und damit habe ich mich dann die letzten Jahre beschäftigt. Nichtwissen ist ein faszinierendes Thema, weil das Nichtwissen immer wesentlich größer ist als das, was wir wissen können. Und das passt gut jetzt in die Vorlesung. Ich habe schon einen trockenen Mund. Entscheidungsorientiertes Management. Und ich passe jetzt praktisch das Nichtwissen-Perspektive auf diese Vorlesung an. Und ich habe 4 verschiedene Teile. Einmal werde ich vorstellen, was genau Nichtwissen ist. Dann, was ist überhaupt eine richtige Entscheidung? Das war auch im Teaser drin. Und was für Referenzsysteme gibt es? Und zum Ende, das Referenzsystem, die Perspektive des Nichtwissens. Was ist Nichtwissen? Und damit fange ich erstmal mit einem Video an von Professor Dr. Norbert Walter. Der war 19 Jahre verantwortlich in der Deutschen Bank, Chefvolkswirt, und der sagt Folgendes. Die Großfamilie Walter hat sich am Ostern 2011 hingesetzt und hat gesagt, strategisch müssen wir auch die Katastrophe bedenken. Und dann haben wir gesagt, wir müssen der Katastrophe dann auch eine Wahrscheinlichkeit des Eintritts geben. Wir haben ihr die Wahrscheinlichkeit von 20% gegeben. Europa bewegt sich wieder in Gegensätzlichkeiten, in nationalistische Aufteilung. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass wir dann immer noch überleben, dass wir immer noch was zu essen haben und dass es uns nicht kalt wird. Und dazu, alle haben einen Kamin.
alle meinen Gaskochern und Gasflaschen, Flüssiggas, damit bei Energieausfällen und so weiter. Wir haben alle funktionsfähige Fahrräder, denn dann, wenn es keine Energie mehr gibt, kein Sprit mehr gibt, wollen wir uns wenigstens in unserem Umkreis sachordentlich bewegen können. So. Und dann 15% Land- und Forstbesitz, damit wir was zum Heizen haben und wissen, wo unsere Kartoffeln, unsere Setzlinge reinstecken. Und wir haben auch nachgeguckt, es gibt eine Großfamilie, auch jemanden schlachten kann. So. Aber 80% unseres Nachdenkens und unserer Ressourcen wenden wir nicht auf das Risikoszenario, sondern auf ein Szenario, dass wir uns konstruktiv und kooperativ in Europa weiterentwickeln. Aber ich wollte mit der etwas präziseren Beschreibung des Szenarios Krise andeuten, dass wir uns richtig konkrete Gedanken gemacht haben. Und wir wissen auch, dass wir gute Vorhängeschlösser brauchen für einen guten Keller, damit die Kartoffeln nicht nur produziert werden können, sondern auch sicher aufgebaut. Gut. Sicherheit. Wenn wir ganz sicher sind, es kommt nicht zur Katastrophe, 100%, dann haben wir Sicherheit. Davon hat er nicht gesprochen. Risiko. Er hat von Risiko gesprochen, weil er gesagt hat, mit 20% der Wahrscheinlichkeit kann eine Katastrophe eintreten, auf die man sich vorbereitet. Das Sinnbild ist russisch Roulette. Nee, nicht russisch Roulette. Roulette. Ist Roulette, weil man genau weiß, in welcher Wahrscheinlichkeit welche Zahlen herauskommen. Und wenn er jetzt gesagt hätte, es könnte sein, dass es zu einer Katastrophe kommt, aber keine Wahrscheinlichkeit nennt, dann nennen wir das Unsicherheit oder Ungewissheit. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, aber ich weiß nicht, mit welcher Wahrscheinlichkeit sie eintreten soll. Und ein Sinnbild ist, wir wissen heute nicht, ob es beim Oktoberfest regnen wird oder nicht, oder sonnig sein wird, da ist eine gewisse Unsicherheit da. Was wir aber nicht wissen, oder nicht vorher wussten, dass ein Meteorit in Russland runterfällt, dass es da Steine regnet, das war nicht in diesem Weltbildwetter vorgesehen. Das ist ein Ereignis, was unbekannt war. Jetzt wissen wir es nachher. Nichtwissen ist praktisch die Erweiterung von Unsicherheit, indem die unbekannte Komponente reinkommt. Nichtwissen ist die Ungewissheit bekannter und unbekannter, aber möglicher Ereignisse. Das ist meine Ausgangsbasis von der ganzen Vorlesung, die ich heute hatte. Meine Definition von Nichtwissen. Warum Nichtwissen? Popper, unser Wissen ist endlich, unser Nichtwissen ist unendlich. Was wir als Wissen haben, ist so klein in dem Vergleich mit dem Potenzial von dem Nichtwissen. Das Sinnbild ist oft gebraucht. Ein Eisberg oben, was aus dem Wasser rausguckt, ist unser Bewusstsein, ein bewusstes Wissen. Was unter Wasser ist, ist unser unbewusstes Wissen. Ich erweitere das Bild jetzt. Das Wasser, was außen rum ist, ist das Datenmeer, in dem wir fast absaufen. Und was über uns ist, die Luft, die Atmosphäre, ist der Raum der Möglichkeiten des Nichtwissens. Die Atmosphäre, das Weltall, das Universum, die Unendlichkeit. Und die Herausforderung ist, wie man diesen großen Raum als Chance nutzt. Warum beschäftigen wir uns mit Nichtwissen? Es gibt 4 Anwendungsgebiete, die ich nachher durchgehen werde. Es geht einmal um unser Leben. Es geht zum anderen um Start-ups von Firmen. Es geht darum, Chancen zu ermöglichen. Und es geht schlicht und einfach ums Überleben. Gut, jetzt gehen wir zum zweiten Teil. Was brauchen wir für eine richtige Entscheidung? Das bin ich mal gespannt. Ist A oder B richtig? Wer traut sich, eine Antwort zu geben? Ja? Auf was? Welche Parameter als Hintergrund gelten? Was ist richtig? Mit welchem Hintergrund? Im Moment mal nicht wissen. Braucht es mal jemand? Hat da jemand eine Idee? Ja? Frage, welches Zahlensystem? Sehr gut. Da ist nämlich der Trick, das ist ein binäres Zahlensystem und im binären Zahlensystem war B richtig. Das heißt,
Diese Aussage ist im binären Zahlensystem richtig und im dezimalen Zahlensystem ist falsch. Was will ich damit demonstrieren? Ich will damit demonstrieren, dass richtig oder falsch immer von einem Referenzsystem abhängt. Deswegen kommen wir gleich zum nächsten Teil. Was ist überhaupt der richtige? Also richtig gibt es nur in Bezug zu einem Referenzsystem. Und dann kommt das nächste. Was für Referenzsysteme gibt es? Die Leute kurz hinsetzen. Und ich werde jetzt ein kleines Feuerwerk geben von verschiedenen Referenzsystemen. Und am Ende, wenn ich ein Referenzsystem vorgestellt habe, würde ich immer einen Grund nennen, warum es nicht als einzig gültiges Referenzsystem verwendet werden kann. Fangen wir an mit dem Kalkül. Das sind alles Kalküle. Das heißt, das mathematische Dezimalsystem ist ein Kalkül. Innerhalb all dieser Systeme können Sie wahre Aussagen und richtige Entscheidungen treffen. Sie haben ein Referenzsystem. Aber all diese Systeme, auch unsere Mathematik, baut sich auf Axiome auf. Was sind Axiome? Axiome sind unbewiesene Grundannahmen. Nächstes. Theorie entsteht aus der Erfahrung. Und wenn wir eine Theorie haben, können wir innerhalb der Theorie auch wahre Entscheidungen und Aussagen treffen. Typischer klassischer Fall ist die Theorie der weißen Schwäne. Man sieht nur weiße Schwäne, deswegen sagt man, wenn man einen Schwan sieht, dann ist er weiß. Und dann geht man nach Australien, dann sieht man auf einmal einen schwarzen Schwan, dann ist die Theorie hinfällig. Deswegen sagt man auch, aufpassen vor den schwarzen Schwänen. Das heißt, eine Theorie ist so lange gültig, bis irgendwie nur ein Beispiel gibt, der die Theorie widerlegt. Nächstes, Gesetze. Richtiges, entscheidendes, wenn es gesetzmäßig auch passt. Aber es gibt ja autoritäre Staaten, die ganz komische Gesetze haben und es ist eine Frage der Macht, was als Gesetz gilt. Gesetz, was Sie wahrscheinlich schon kennen werden, Regeln, Unsicherheit. Das haben Sie gelernt, diese Regeln in der Vorlesung? Nein? Oh, Entschuldigung. Ja, das sind Regeln, wie man mit Unsicherheit Sachen berechnen kann, was wie rauskommen soll. Und innerhalb einer Regel kommen Sie zu wahren Aussagen und können dementsprechend auch entscheiden. Nur das Problem ist, dass es für denselben Fall verschiedene Regeln gibt. Das heißt, allein der Wahl der Regel bestimmt, was Sie für Ergebnis haben. Das heißt, welche Regeln anwenden, ist bestimmend, wie Sie sich entscheiden. Weiterer Punkt. Ein sehr klassischer ist ein Ziel. Gerade im Management, man sucht sich ein Ziel, dann weiß man, wo man hin muss, dann macht man seinen Businessplan auf und alles, was uns zum Ziel bringt, wunderbar. Jede Abweichung wird einfach verkleinert. Eine richtige Entscheidung ist, was uns zum Ziel bringt. Das ist eine pragmatische Wahrheitstheorie. Kennt man das? Hier? Management nach Zielen führen oder? Ja? Was bringst du den Leuten bei? Intuition. Aha. Also nach Zielen wird nicht vorgegangen hier. Okay. Dann können wir dem Thema übergehen, weil das ist die Frage, welches Ziel soll ich verfolgen? Ist dann die Frage, was nützt es, wenn ich näher zu meinem Ziel komme, aber das falsche Ziel habe? Gut. Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsreferenzsystem, Weltbilder. Weltbilder. Wer meint, dass Gandhi, Breivik, ein Straßenraudi und die Frau Merkel dasselbe Weltbild hat? Keiner? Wie entstehen diese Weltbilder? Und da gibt es eine Erklärung dafür, die ich liebe, aber hier nicht erklären würde, weil es eine eigene Vorlesung wäre. Laws of Form kann erklären, wie wir unsere Weltbilder, wie die entstehen. Es hat auch die Basis, wie Bewusstsein entsteht. Die ist auch mit die Basis für die Systemtheorie von Niklas Luhmann. Es ist auch die Basis für neuesten Bewusstseinsforschung, der Gehirnforschung. Davon erzähle ich nichts. Also, jeder hat sein eigenes Weltbild. Und wir sind ja jetzt hier und wollen uns überlegen, wie jemand entscheidet, basierend auf seinem eigenen Weltbild. Wie entscheidet der Mensch?
seiner Annahmen über eine Situation. Er hat irgendwelche Annahmen über eine Situation, daraus zieht er Schlüsse und versucht, für sich das Beste daraus zu machen, würde ich mal sagen. Okay. Und da kann es klappen, oder nicht? Okay. Aufgrund seiner Glaubenssätze. Also das kann man auch sagen, es ist ein Weltbild, ja? Manche machen es dann dazu, ja. Okay, ich bringe jetzt ein anderes Konzept rein, es baut auf Differenz auf. Wir gehen jetzt nicht drauf ein. Ich sage jetzt einfach mal, ich stelle einfach mal jetzt ein Modell vor und mal gucken, wie Sie das finden. Das eigene Weltbild schlüssig halten. Das ist, wie wir handeln, indem wir versuchen, das, was in unser Weltbild reinpasst oder nicht reinpasst, so zu entscheiden, dass es wieder passt. Und da gibt es vier Elemente. Einmal ist es die selektive Wahrnehmung. Wir sind nicht in der Lage, alles wahrzunehmen. Und ich bin mit der Mutter letztens durch die Fußgängerzone gegangen und habe folgenden Test gemacht und habe gefragt, Mutter, was hast denn du gesehen, wo wir die Fußgängerzone gegangen sind? Und hat sie mir erzählt, irgendwelche Taschen, irgendwelche Schuhe, irgendwelche Sonderangebote für Spargel. Okay. Dann habe ich überlegt, was habe ich gesehen? Ich weiß, dass das E-Plus ein Flatrate fast 20 Euro kostet. Ich weiß, dass Vodafone jetzt ein Angebot ist für 29 noch was, auch eine Flatrate. Wir haben ganz unterschiedliche Sachen wahrgenommen, weil wir unterschiedliche Weltbilder haben. Das heißt, das Weltbild, die Erfahrung, die wir gehabt haben, auf lässt uns andere Sachen sehen. Und zwar die Sachen, die zu unserem Weltbild passen. Weiteres Element ist soziales Feedback, Gruppen. Ich bin so gerne mit Leuten zusammen, die proaktiv aus dem Leben was machen wollen. Das zieht mich an. Aber mich stößt ab Leuten, die selbstzerstörerisch sind. So hat man seine Präferenzen. Mir könnte ich 4-2 Stunden mit allen Leuten zusammen. Es kommt zu einer gewissen Gruppierung, mit welchen Leuten wir mehr Zeit verbringen und mit welchen nicht. Und das hängt auch von unserer Welt mit an, mit wem wir zusammen sind und nicht. Es geht im Positiven, dass Leute uns positives Feedback geben. Es geht auch im Negativen, dass dann auch negative Elemente von anderen Leuten bestätigt bekommen. Macht das soweit Sinn? Nicken, schön. Drittes Element ist Recht behalten. Also ich fahre Auto und da sitzt, ich sage jetzt nicht den Namen, damit ich mich jetzt nicht, sitzt jemand Weibliches und sagt, ich soll rechts fahren. Und sagt, nein, ich fahre links. Ich fahre immer links, weil wir dann auch dahin gewohnt haben. Dann sagt sie, nein, rechts. Und ich in meinem Weltbild sage, ich fahre jetzt links und setze mich auch durch. Ich behalte rechts und fahre links und stelle fest, dass die Straße gesperrt ist. Und dann sagt sie, ja, guck, ich habe es doch gesagt. Du sollst rechts fahren und das ist der Moment, wo man sein eigenes Weltbild erweitert. Das ist Lernen, größer werden, wenn man irritiert wird, wenn man es selbst nicht reinpasst. Das sind vier Elemente, die man sein eigenes Weltbild schlüssig hält. Das Besondere an der Sache ist, wir haben kein Fundament, was Wahrheit ist, was richtig ist, sondern jeder baut seine eigene Eigenlogik auf, die einmalig ist. Und ich möchte jetzt noch ein Beispiel zeigen. Wer kennt ihn nicht? Okay, der war in Norwegen, hat er ein paar Leute umgebracht, weil er meinte, er müsste dafür... Ja? Okay. Warum macht er das? Warum macht dieser Mann, bringt da über 70 Leute rum, geht auf eine Insel und schießt auf Jugendliche? Warum macht er das? Fangen wir an mit der selektiven Wahrnehmung. Man kann die Tagebücher von ihm, hat Tagebücher, er hat praktisch, man kann verfolgen, worauf er sich konzentriert hat. Er hat sich nicht darauf konzentriert, andere Kulturen kennenzulernen, in dem Sinne, dass er sie in sein Weltbild integriert, sondern er hat sich so informiert, dass sein Weltbild praktisch gestärkt wird. Er war mit Leuten zusammen, die auch schießen. Er war mit Leuten zusammen, die auch rechts gedacht haben. Er war nicht mit Leuten zusammen, die links gedacht haben. Das hat auch sein Weltbild verstärkt. Er hatte klar Vorstellungen, was es bedeutet, um das, was er sich als Weltbild hat, umzusetzen. Hat er versucht, recht zu behalten, indem er in die Tat gegangen ist und hat sich entschieden, das zu begehen, um sein Weltbild schlüssig zu halten.
Und das Einzige, was wir jetzt hoffen können, weil es entspricht nicht meinem Weltbild, was er da macht, es ist für ihn eine richtige Entscheidung gewesen, weil es sein Referenzbild war, sein Weltbild. Es ist nicht für mich, es ist nicht für vielen anderen Leuten so. Und wir können nur hoffen, dass er lernt und sein Weltbild erweitert und vielleicht ja, es erweitert und andere Elemente mit aufnimmt. Das heißt, Eigenlogik. Ist klar? Und damit es ein bisschen lustiger wird, habe ich jetzt nochmal ein Beispiel gemacht, einen kleinen Videoausschnitt, was es bedeutet, eine Eigenlogik zu haben. Sag mal, Papa, habe ich dich noch gar nicht gefragt. Wie kommst du denn eigentlich mit dem neuen iPad zurecht, was wir dir zum Geburtstag geschenkt haben? Gut. Mit den ganzen Apps kommst du klar? Was denn für Apps? Geh mal bitte ein Stück zur Seite. Was dieser Opa gemacht hat, war für ihn eine richtige Entscheidung. Basiert auf seiner eigenen Logik, basiert auf sein Weltbild. Zusammenfassung. Wir haben auf der einen Seite Systeme, Kalküle, wo es wahre Aussagen gibt und ein richtiges Handeln. Man sagt auch mechanisches Weltbild. Und auf der anderen Seite haben wir Systeme mit Eigenlogik. Es gibt übrigens das Beispiel, wenn man einen Hund tritt, sollte man nicht machen, das war jetzt ein Stein, der Stein fliegt ganz klar nach Formen, kann man berechnen. Aber wenn ein Hund tritt, kann es sein, dass er knurrt, kann sein, dass er jault, kann sein, dass er beißt, es kann sein, dass er einfach weghaut. Das heißt, wir können nicht genau sagen, wie sich dieses System mit Eigenlogik verhält. Und ich schließe dieses Kapitel jetzt ab mit Freiheit, weil das ist wirklich für mich meine Erklärung, dass wir doch frei sind, weil jeder sein eigenes Weltbild hat und in Interaktion mit anderen Weltbildern tritt und versucht, auch die anderen Leute vorzuberechnen. Ich versuche, meine Intention ist, eine gute Vorlesung zu geben, damit sie wirklich Spaß daran haben. Und vielleicht liege ich richtig, vielleicht nicht. Aber da gibt es den Raum für Irrtum, da gibt es den Raum für Zufall und da gibt es den Raum auch für Freiheit. Vierter Teil, die Nichtwissenperspektive. Das ist jetzt ein Referenzsystem zusätzlich zu dem, die ich schon angeboten habe. Und starten wir gleich. Ausgangsbasis ist Nichtwissen annehmen. Ich finde es ein schönes Beispiel von Thomas John Watson. Der war ein sehr erfolgreicher Mann, der war auch einer der Reichsten zu seiner Zeit, der mal gesagt hat, in der Welt wird es nicht mehr als 5 Computer geben. Hat er recht gehabt? Okay. Deswegen, ab jetzt, nehmen wir einfach mal an, all unsere Erfahrungen, all unser Wissen, was wir haben, ist nutzlos in der Projektion, was in der Zukunft passieren wird. Wir sagen einfach, wir wissen nicht, was passiert. Das ist jetzt die Ausgangsphase. Erleben. Gut. Wird es wach werden? Wer von Ihnen hat gestern 24 Stunden nur das gemacht, was er wirklich machen wollte? Der soll mit aufstehen. Wer hat gestern 15 Stunden nur das gemacht, was er wirklich machen wollte? Der soll mit aufstehen. Gut. Wer hat gestern 12 Stunden... Bitte stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben. Wer hat gestern 12 Stunden nur das gemacht, was er wirklich machen wollte? Gut. Wer hat gestern 6 Stunden nur das gemacht, was er wirklich machen wollte? Ich frage es einfach nicht weiter, okay? Danke. Es geht darum,
Es geht darum, diese Anzahl der Stunden zu erhöhen. Es geht um sein Leben. Und stellen Sie sich einfach mal vor, was Sie für ein persönliches Ziel haben. 10 Sekunden, stellen Sie vor, was für ein Ziel Sie haben, was Sie verfolgen wollen. Nehmen wir mal eine Person an, damit es nicht verfänglich wird. Meier. Gibt es den Meier? Nein? Gut, dann passt das. Herr Meier, der möchte unbedingt eine Villa haben. Er strengt sich an, er macht alles, arbeitet hart, um dieses Ziel zu erreichen. Dieses zielorientierte Vorgehen ist sehr positiv, weil man seine Energie fokussiert und in eine Richtung geht. Und das hat auch vielen Leuten geholfen, auch ihre Ziele zu erreichen. Aber es gibt auch viele Leute, die einen Tunnelblick bekommen und nicht mal nach rechts und nicht mal nach links gucken. Und desto weiter das Ziel weg ist, umso stärker sich anstrengen. Und was passiert da? Burnout ist das neue Modebegriff, beziehungsweise, ich sage nur eine Zahl, 29.600. Das heißt, ich habe dank Christine, habe ich diese Grafik bekommen und da fand ich ganz interessant, dass die Fehltage an psychischen Erkrankungen seit der Finanzkrise ganz schön gestiegen ist. Unter diese Kategorie fällt auch Burnout. Kann es sein, dass Leute einfach es nicht mehr schaffen, bestimmte Ziele zu erreichen und dann sich selbst immer mehr anstrengen, um es doch zu erreichen, dann irgendwann selbst auf der Strecke bleiben? Lass ich einfach mal so im Raum stehen. Was ich jetzt anbiete, ist ein Perspektivwechsel. Und zwar, Herr Meier hat mal gefragt, ja, warum er eigentlich wirklich diese große Villa haben möchte. Und habe versucht, diese, was dahinter liegt, was für ein Ereignis dahinter liegt, zu finden und das Ziel praktisch in das Ereignis zu übersetzen. Und was er gesagt hat, er will sich zufrieden fühlen. Deswegen strengt er sich so an, um sich zufrieden zu fühlen. Das heißt, wirklich? Und dann stellt man sich die Frage, ja, mit diesem neuen Ereignis, was ein Jetzt-Ereignis ist, gibt es vielleicht direktere Wege, um diese Zufriedenheit zu erreichen? Und dann hat er gesprudelt und hat alle möglichen Sachen genannt. Ja, viel Geld für ihn macht ihn noch zufrieden, mit den Kindern spielen, mit der Frau durch die Fußgängerzone gehen, laufen, Yoga, alle möglichen Sachen. Wunderbar. Und dann kommt die nächste Frage, ja, was könnten Sie denn aber direkt ausprobieren? Und er sagt, ja, also mit dem Kinderspielen kann ich direkt machen, aber anderen helfen. Und dann ist mir nie angefallen. Das gibt es ja gar nicht. Es ist so einfach. Das heißt, manchmal ist man selbst in so einer Art Tunnel und sieht gar nur das Licht am Ende und kann gar nicht mehr rechts und links gucken. Deswegen ist es ganz gut, wenn man einen Perspektivwechsel macht und einfach mal seine eigene Situation aus einer anderen Perspektive beleuchtet und man wirklich überlegt, was hinter seinen Zielen steht, was man erleben möchte. Weil ein Erleben ist im Moment und ein Moment ist, wir sind eine Art, ich mache gerne den Vergleich mit Maschinenbau, sorry, als Sensor. Wir haben immer mehr Sensoren im Auto und wissen dann, wenn die rote Lampe aufleuchtet, dass wir in die Werkstatt fahren müssen, um zu gucken, was los ist. Und wir sind so ein Sensor. Und wir sollten diese Kapazität, diese Fähigkeit nutzen und dann auch dementsprechend, wenn es rot wird, dann auch dementsprechend darauf reagieren. Und deswegen ist das Wichtigste meiner Meinung nach, Fokus auf sich selbst haben zu können, das Erleben wertzuschätzen und den Druck, der von außen kommt, oder auch Druck, den man selbst sich macht, aus zu ehrgeizigen Zielen, dass man dem bewusst wird und sich überlegt, was wirklich dahinter steht, um dann auch einen Weg zu finden, wie man vielleicht das, was man wirklich jetzt schon haben kann. Also was haben wir gemacht? Hat also ein Manager aus Amerika von den 500 größten Firmen eingeladen worden, einfach mal ein Startup zu machen und hat mal aufgenommen, was die da genau für Entscheidungen treffen. Und es stellt sich heraus, dass 80% gar kein Marketingplan machen, sondern anders vorgehen. Und daraus ist dann auch eine Theorie entstanden, die man in diesem Buch nachlesen kann.
Das ist der wissenschaftliche Approach zu Startups und es gibt auch von der praktischen Seite eine Annäherung, wie man Startups macht aus der Nichtwissensperspektive. Lean Startups, kennt das jemand? Okay, einer? In den beiden Büchern steht viel drin und ich werde darüber jetzt nicht reden, weil es praktisch schon publik ist. Ich werde über Sachen sagen, die es noch nicht auf dem Markt gibt. Ich will aber nur kurz die Idee umreißen, was da steht. Es geht um, was in der Computerindustrie, oder sagen wir in der Softwareindustrie ganz klar ist, Beta-Versionen, dass man die rausgibt, das heißt nicht fertige Produkte, um schon Feedback zu bekommen und zu lernen, um das Produkt dann, bevor es wirklich auf den Markt kommt, dementsprechend besser und kundenangepasst dann auch platzieren zu können. Und das geht dann so weit sogar, dass man, bevor man überhaupt irgendwas programmiert, schon solche Sachen und Konzepte programmiert. Und Groupon ist ein Beispiel, die haben, bevor die überhaupt irgendwas programmiert haben, haben die einfach, nicht mal, wo die selbst gewesen sind, eine Pizzeria gefragt, ja, würdest du denn einen Gutschein entgegennehmen, wenn jemand kommen würde und dann eine Preiserniedrigung hat? Und dann sagt er, ja, hat es auf einen Blog gestellt, hat funktioniert. Und da, dieser Test hat dann einen weiteren Test geführt und so weiter, bis das eine ganz große Maschine geworden ist. Ich sage es gleich als Takeaway, ich möchte da ein kleines Bild dazu machen, was es bedeutet, Lean Startup, was es bedeutet, Effectuation ist, wie, wenn man als in Polynesien gibt es ja ganz viele Inselgruppen und die hatten immer das Ziel gehabt, weitere Inseln zu entdecken und die sind halt dann einfach losgefahren und haben dann den Wind geguckt, die Fische geguckt und ob sie irgendwo eine neue Insel finden. Aber was sie immer respektiert haben, immer, und das ist ganz wichtig, die sind immer nur so weit gefahren, dass sie genug Proviant hatten, um wieder zurückzukehren, wo sie losgefahren sind. Und das ist die Grundidee von diesem Effectuation Lean Startup, dass man ins Abenteuer gehen soll, in ganz verschiedene Richtungen, irgendwelche Ziele mal verfolgen soll, mal gucken, ob da was ist, aber immer sicherstellt, dass er immer da zurückkommt, wo man losgefahren ist. Niemals über den Point of No Return. Wenn man über den Point of No Return geht, dann hat man Probleme. Wenn man es Ziel nicht erreicht. Burnout oder 29.600. Gibt es dazu Fragen? Gibt es mal kurz eine Möglichkeit? Weil das kommen wir zum nächsten Thema. Gut? Ja? Bei Taleb heißt es Totalverlust vermeiden. Ja. Genau. Jetzt wird es dicht, jetzt wird es gleich richtig dicht, kompakt, neu, anders. Ich fange langsam an. Ermöglichen. Dieses Lego-Steinchen, der das designt hat, hat nicht daran gedacht, dass da irgendjemand mal eine Giraffe draus baut. Aber dieses Steinchen ist eine riesen Reduzierung von Komplexität. Und hätte das die Giraffe auch mit Ton, mit Stein, mit Gras, was auch immer bauen können. Aber allein die Tatsache, dass dieses Lego-Steinchen gibt, hat sich eine ganz neue Möglichkeit an Entfaltung aufgebaut. Heutzutage gibt es ganze Dörfer aus Lego. Ein anderes Beispiel ist Twitter. Twitter hat ganz einfache Regeln, damit die Leute miteinander kommunizieren. Warum brauchen wir das? Das Internet ist doch da, jeder hat auch E-Mail, wir können doch miteinander kommunizieren. Warum muss ich mich vergewaltigen lassen und diese blöden Regeln respektieren und nur 140 Zeichen darf ich verwenden, um irgendjemandem was zu schicken? Die Reduzierung auf einfache Regeln, diese Reduzierung von auf einfachen Regeln erlaubt es den Aufbau von neuen Komplexitäten. Und nicht nur Twitter, auch Facebook war verantwortlich, dass in Tunesien zur Revolution gekommen ist, die sich dann auch nach Ägypten aufgebreitet hat und so weiter. Und das heißt, einfache Regeln, einfache Sachen, komplexe Beziehungen können neue Komplexitäten aufbauen. Weiteres Beispiel. Open Source ist auch ein Beispiel. Tubal in dem Fall ist ein Content Management System, das jeder kostenfrei benutzen kann. Und daraus entstehen super Webseiten. World Food Program, Weißes Haus, Yahoo benutzen diese Seiten.
Die Programmierer wussten nichts davon, dass die Leute diese Webseiten ansetzen würden. Aber die haben es ermöglicht, indem sie dieses Framework zur Verfügung stellen. Jetzt nochmal wach werden. Wie ermöglicht man Geld? Wäre das was, was hier von Interesse ist? Nicht? Wie ermöglicht man jetzt Geld? Und jetzt würde ich sagen, anschnallen, Sitz gerade stellen, vorne zu hochklappen. Jetzt brauchen wir alle Konzentration, weil jetzt kommt was ganz was Neues. Und bin mal gespannt, wie stark ich sie irritieren kann, weil wenn ich es schaffe, sie zu irritieren, gibt es die Möglichkeit, dass sie ihr Welt wieder weiter. Das ist beabsichtigt. Ah, das ist von Boston. Kennt jemand das Foto? Das war derjenige, der in Boston die Bombe gelegt hat und durch eine Infrarotkamera haben sie den gefunden und gesehen. Und deswegen anders beobachten ist der erste Schritt, um andere Sachen zu finden, um neue Sachen zu ermöglichen. Und jetzt beobachten wir anders. Und ich beobachte jetzt erstmal aus Ausgangsbasis, nämlich die Systemtheorie von Niklas Luhmann, der spricht von autopoetischen Systemen, ich nenne es jetzt einfach Jetzt-Systeme. Und das soziale System definiert er dadurch als Kommunikation zwischen Personen. Das heißt, im Sozialsystem gehört nicht ich noch Theo dazu, sondern es geht eigentlich in dem Sinne um das Prädikat. Wenn es keine Kommunikation stattfindet, dann gibt es auch kein soziales System. Versteht man normalerweise nicht, ist normal. Das hat aber einen Riesenvorteil, weil man diesem Kommunikations-, das ist soziales System, jetzt auch eine Eigenlogik zuschreibt. Man kann sich das ungefähr so vorstellen: Wer sieht hier ein Quadrat? Keiner? Zwei? Drei? Fünf? Zehn? Alle? Cool. Ist das ein Quadrat? Gut, Würfel. Es gibt gewisse Voraussetzungen, sind diese Punkte, die es ermöglichen, dass dieser Würfel zu sehen ist. Und so funktionieren auch in etwa diese selbstschaffenden Systeme, dass es gewisse Voraussetzungen gibt, damit man das selbstschaffende System, in dem Fall Kommunikation, sich sichtbar ermöglicht wird und existiert. Und er verwendet drei Systeme, die soziale Systeme, die einmal gekoppelt sind und eine Voraussetzung ist das psychische System und dafür ist auch die Voraussetzung das biologische System. Um es klar zu verstehen, Luft bestimmt nicht unsere Gedanken. Wer aber keine Luft hat und damit kein biologisches System, hat auch kein psychisches System. Das heißt, es müssen gewisse Voraussetzungen geben, damit bestimmte Systeme funktionieren, die eine eigene Logik haben. Nachvollziehen, wer keine Luft hat, kann ich mal denken. Gut. Und jetzt gebe ich Gas. Und zwar, Fantasie ist wichtiger als Wissen, weil Wissen ist begrenzt. Und wir haben ja gesagt, wir wollen jetzt überlegen, wie wir zu unserem Geld kommen. Und in Fantasie können wir schwimmen, wir können laufen, ohne dass wir am Boden und mit den Füßen haben. Wir machen Sachen, die eigentlich nicht in der normalen Welt nachvollziehbar sind. Und das machen wir jetzt. Und trotzdem kommen wir zu realen Ergebnissen. Und zwar übersetze ich das jetzt, was ich gerade gesagt habe, in ein Zahlungssystem. Nicht ein soziales System, sondern ein Zahlungssystem. Und die Voraussetzung, dass es zu einer Zahlung kommt, wir haben doch hier so schön. Zahlungssystem. Eine Voraussetzung ist das psychische System. Einfach gesagt, der Mensch. Und damit es auch zur Zahlung kommt, brauchen wir auf der einen Seite ein Produkt und auf der anderen Seite auch Geld. Soweit ist es ziemlich klar. Ja? Und jetzt versuchen wir, ein Kopplungssystem zu schaffen, mit dem wir das Produkt durch ein selbstschaffendes System ersetzen, produzieren. Das heißt, das Produkt soll produziert werden. Also es ist bekanntlich, es ist ganz schwer, das in der normalen Sache hinzubringen. Es ist bewusst so gemacht, dass es irritiert. Und damit das produziert wird, brauchen Hersteller. Soweit auch noch in Ordnung.
das Produzieren, was da rauskommt, ist auch schon ein selbstschaffendes System, was eine eigene Logik hat. Und damit der Kontrolle des Verkäufers schon etwas aus der Hand geht. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Jetzt hat der Verkäufer eine Struktur geschaffen, dass das Produzieren direkt mit dem Zahlungssystem koppelt. Mit der Folge, der Verkäufer hat überhaupt keine Kontrolle mehr über das, was produziert wird, aber es ist eine Voraussetzung, damit es zur Zahlung kommt. Jetzt wollen wir praktisch werden. Wer hat ein iPhone? Rausholen. Bitte. Hat es nicht aber eingesteckt. Wer hat ein iPhone? Gut. Wunderbar. Ihr gehört zur Struktur dazu. Habt ihr mal eine App gekauft? Auch mal eine App gekauft. Da haben wir jetzt einen Käufer einer App, die von jemand produziert wurde. Und diese App wurde von jemand, einem Programmierer hergestellt, der eine Idee hatte. Diese Idee, was der Programmierer hatte, kam meistens nicht von Apple. Das heißt, ich mache jetzt mal vorhin weiter, dann sieht man das mit richtigen Wörtern. Das heißt, dieses App Store, da entstehen Programme, von denen Apple vorher keine Ahnung hatte. Absolutes Nichtwissen. Das Einzige, was sie gemacht haben, sie haben die Voraussetzung geschafft, damit diese Apps entstehen kann. Wer macht das? Die Programmierer machen das sogar. Und wenn so eine App verkauft wird, entsteht ein Zahlungssystem zwischen dem, der zur Struktur dazu, der einen iPhone, iPad oder iPod hat, bezahlt. Zwei Drittel gehen an den Programmierer, ein Drittel geht an Apple. Genial. Ohne zu wissen, was eine App überhaupt, welche App überhaupt erfolgreich sein kann. Abstrakt sieht das folgendermaßen aus. Wir haben Apple oben, wir haben eine Struktur geschaffen, App Store mit den Endgeräten. Wir haben die Programmierung, die vom Programmierer kommt. Apple hat keine Ahnung, was die da genau machen. Und die wissen auch nicht, was die Verkäufer gut finden. Die halten sich voll raus. Das heißt, diese klassische Vorgehensweise vom Marketing, wie ist der Markt, wie wird er sich entwickeln, wo ist unser Segment, darauf machen wir unsere Werbung, brauchen wir alles nicht. Sondern man arbeitet mit sich selbst schaffenden Systemen, die eine eigene Logik haben, und man sucht nach Kupplungssystemen, wo man Geld mit verdient. Wie finden Sie das? Ist es rau? Wollen wir mal aufstehen und wieder hinsetzen? Nächstes Beispiel. Google. AdWords. Was passiert da? Google hat die Strukturen geschaffen, damit ein Klick eine Zahlung auslöst, die von dem Werber zu Google geht. Derjenige klickt, macht der Klick gar nichts. Genial. Wenn man einmal diese Struktur hat, dann braucht man sich nur noch Gedanken drum machen, wie man die Wahrscheinlichkeit erhöht, von diesen Klicks. Und was die machen ist, es gibt verschiedene Varianten. Eins ist der Service, dass man auch E-Mail, Maps und so weiter zur Verfügung stellt. Und damit werden die Leute nicht nur auf die Anzeigen klicken, wenn sie irgendwas suchen, sondern auch, wenn mal in der E-Mail irgendwo was steht. Wer hat Google E-Mail? Gmail oder Gmail? Okay. Dann kennt man manchmal, dass das auch Werbung ist. Damit wird die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie auch mal draufklicken, als wenn sie nur bei Google Suche praktisch was finden. Also zu den Anzeigenlinks drauf. Und das Tolle, was jetzt hier ist, diese Service ist auch fast ein autopoetisches System, ein selbstschaffendes System in der Form, dass Google-Mitarbeiter einen Tag pro Woche das machen können, was sie wollen. Ein Fünftel der Zeit. Und in diesem Fünftel der Zeit sind 80% der Services von Google entstanden. Das heißt, das Management von Google wusste nicht, was aus diesem freien Zeit von den Mitarbeitern entsteht. Er hat nur ermöglicht, dass sich eine Eigenlogik ergeben hat. Sie haben die Voraussetzung, schafft die Rahmenbedingungen, dass daraus entstehen kann. Und dann kamen diese Services raus, mit denen Google heute sehr viel Geld verdient. Eine Variante, wie man ohne das Wissen, was ankommt, durch Kopplungsdesign, durch Voraussetzung schaffen, dafür sorgt, dass man, was im Potenzial des Möglichen, auch was umgesetzt wird.
Gut. Wir kennen diese ganzen Anwendungen. Dasselbe gilt mit der Relevanz. Also der Nebeneffekt ist, dass sie praktisch auch die Daten von den Leuten, die Gmail auch sammeln, um dann auch die Anzeigen zu setzen, die eine Relevanz haben mit den Personen, die was anguckt. Das ist auch klar. Aber jetzt wird es richtig schwer. Wer hat ein Google-Telefon da? Google? Steht da Google drauf? Nee. Gut. Weil Google, das Google-Telefon, war ein Flop. Es gibt das Google-Telefon. Es war ein Flop. Und das heißt, die haben praktisch versucht, die Reichweite zu erhöhen mit einem Design von einem Telefon, was auf Wissen basiert, und es war ein Flop. Was ist die Antwort? Ein System zu schaffen, wo man nicht weiß, was das Richtige ist. Ein selbstlernendes System zu schaffen. Und das hat Google gemacht, indem sie Android das Betriebssystem entwickelt haben und dafür ermöglicht haben, dass das auf ganz verschiedenen Android-Telefonen benutzt werden kann. So, wer hat jetzt ein Android-Telefon da? Jetzt würde ich einfach mal ein paar haben, um zu zeigen, wie gleich die aussehen. Wie bei Apple. Darf ich? Wer hat noch? Wer hat noch einen? Hat noch jemand? Das heißt, wir haben alles ganz unterschiedliche Telefone. Google wusste nicht, wer was wie designt. Aber, die sind auf all diesen blöden Telefonen drauf. Keiner kann dieses blöde Telefon benutzen, ohne bei Gmail sich anzumelden. Die haben Zugang zu ganz vielen Daten, mehr wie wir wissen, nicht wissen. Und wissen sehr viel, wo wir uns auch bewegen. Ich will gar nicht weiterreden. Genial. Und ich bin absolut davon überzeugt, dass in diesem Wettbewerb der verschiedenen Modelle langfristig einfach die bessere Technik haben werden, weil einfach viel mehr Leute dran arbeiten. Und ein schlechtes wird einfach nicht verkauft und ein gutes wird einfach weiterverkauft und sind dabei. Apple dagegen, hat jemand das ein Telefon, ein iPhone? Gut. Das ist ein Wissensprodukt. Sehr erfolgreich. Aber langfristig, oder auch, man sieht jetzt schon, sind die nicht mal auf dem Stand der Technik. Weil die einfach weniger Kapazität nutzen, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite nicht mit Nichtwissen umgehen. Weil umgehen mit Nichtwissen heißt, die Entscheidung, was gut oder richtig ist, abgegeben zu delegieren. Takeaway. Fantasie öffnet den Raum der Chancen. Zweitens, nutzen Sie die Eigenlogik von Netzsystemen. Das heißt, das, was Produkte sind, ist ein Wissensprodukt. Wenn man es aber schafft, ein Wissensprodukt in ein Netzsystem mit Eigenlogik zu verwandeln, öffnen Sie den Raum der Möglichkeiten, den Raum der Lösungen, die Sie heute nicht kennen. Durch die Schaffung von Strukturen kann man verschiedene Jetzt-Systeme miteinander koppeln. Das haben wir gesehen, Zahlungssystem mit dem Programmieren. Die Wahrscheinlichkeit von Jetzt-Systemen kann beeinflusst werden. Wie wir hier sehen mit der Reichweite, mit der Lebensanalyse der Benutzer, das ist ein Wissensansatz, beziehungsweise durch die Services, wie Google es auch gemacht hat. Nur wer testet, kann entdecken, was funktioniert. Man muss es einfach testen, weil die Fantasie kann ganz toll sein, kann sein, dass es einfach offen ist. Deswegen testen und handeln und probieren, spielen, Spaß haben, das ist ganz wichtig. Überleben. Also ich bin jetzt ganz stolz, Sie haben wirklich gut ausgehalten. Ich habe gedacht, es werden Sie noch etwas träger, aber finde ich toll, danke. Jetzt wird es locker. Überleben. Das Olivenbaum ist ein Wahnsinns-Überlebenskünstler. Da kann ein Waldbrand passieren, kein Problem, der geht, der ist wieder da. Den kann man zurückstürzen, kein Problem, der ist wieder da.
Deswegen als Sinnbild für Überleben. Funktionale Differenzierung kommt auch aus der Systemtheorie. Was ist das? Das ist ein Einzeller. Und wenn es zu einer Kolonie zusammengeht, hat es gewisse Vorteile. Aber wenn die Kolonie auseinanderbricht, kann es immer noch als Einzeller überleben. Als Sinnbild kann man sagen, das ist der Mensch und das ist eine Firma. Wenn eine Firma bankrott geht, bleibt immer noch der Mensch da. Diese Kolonien haben sich über Zeit aber funktional differenziert. Wir haben Herz, wir haben Lungen, Darm, Magen und sind dadurch produktiver, effizienter geworden. Und diese funktionale Differenzierung gibt es bei uns auch in Firmen und auch in der Gesellschaft. In der Gesellschaft gibt es den Ausdruck too big to fail. Ist ein klarer Ausdruck davor, wenn ich kein Herz mehr habe, dann bin ich tot. Wer ist das in unserer Gesellschaft? Die Banken, das Geld, die sind too big to fail, weil das ganze Gesellschaftssystem in Gefahr stehen wird. Wir reden aber hier von Firmen. Bei Firmen reden wir von Entwicklung, Produktion, Logistik, Einkauf. Wer eine Arbeit sucht, der muss schon genau wissen, in welche dieser funktionalen Gruppen er genau reinpasst. Der Maschinenbauer ist kaum in der Administration und umgekehrt. Da haben wir bereits eine funktionale Differenzierung. Das ist gut, weil wir dadurch effizienter werden. Es ist schlecht, weil wir dadurch unflexibler werden. Und Peter Kruse, sein Weltbild, wer ist Peter Kruse? Ist ein Berater für Organisationen, der auch in der Politik ganz vorne dabei ist. Und der geht auch beschäftigt mit den Themen mit Unsicherheit und mit Netzwerken. Und da sagt ganz viel Tolles und ich habe auch sein Buch gelesen und war erschrocken. Ich war zutiefst erschrocken, was der gesagt hat. Wissen Sie, was er gesagt hat? Wenn Sie in einen Betrieb reingehen, das sind alles verkrustete Strukturen. Damit diese Unternehmen wieder Anpassung finden, müssen wir erstmal für Unordnung sorgen. Wir müssen die alten Strukturen aufbrechen, damit sich ein neues Gleichgewicht einstellt. Und er sagt dann auch, wenn wir jetzt kommen als Berater, Ihr Geschäft wird darunter leiden. Es wird nicht mehr so gut gehen, erstmal. Aber es wird sich dann schon wieder einrenken. Das sagt er sogar. Und er sagt sogar, wenn wir kommen und unsere Vision umsetzen wollen, und da ist ein anderer Manager, der hat eine andere Vision, dann sagt er, raus, kündigen. Also einer, der hohe Leistung bringt, aber nicht die Vision hat, jetzt unser eigenes Betrieb jetzt erstmal durcheinander zu machen, raus damit. Wahnsinn. Überlegen Sie mal, Steve Jobs verließ 1985 Apple. Wo wäre Apple heute, wenn Steve Jobs mit seiner Vision drin gewesen wäre? Wäre es dann noch besser? Vielleicht. Weiß man nicht. Was ich damit sagen möchte ist, wir wissen nicht im Vorhinein, ob diese Firma oder jene Firma in Zukunft Erfolg haben werden. Es kann sein, dass die eine Firma ganz einfache Strukturen hat, irgendwie Autos von A nach B verschiebt und die andere hochkomplexe Informatik, sonst was, das neueste Innovation und so weiter. Wir wissen nicht, wir können nicht wissen im Voraus, welche von diesen beiden Firmen Erfolg hat oder nicht. Aber wir wollen überleben. Wie wollen wir überleben? Wie schaffen wir das? Vielfalt ermöglicht und entscheiden lassen. Das heißt, nicht alles auf eine Karte setzen, sondern viele mögliche kleine Projekte nebenbei zu starten, und damit die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass eins von den kleinen Projekten langfristig Erfolg hat. Das kann bedeuten, dass das Hauptgeschäft, wie vorher, in Bankrott gegangen ist, aber dank, dass man verschiedene Wege angetestet hat, liegt dieses Unternehmen noch. Ein gutes Sinnbild in der Praxis ist für mich Bertelsmann. Warum Bertelsmann? Die haben, wie ich schon sagte, Slogan, Creativity meets Entrepreneurship. Es besteht nicht nur aus vier Gruppen, sondern jede Gruppe besteht aus vielen einzelnen, unabhängigen
Unternehmen, die alle für sich selbst verantwortlich sind. Wenn man mit den Leuten manchmal rechnet, sagen die Schüler, das kann doch gar nicht sein. Wir machen so viele Sachen parallel gleichzeitig, die nützen überhaupt keine Synergien. Dann sage ich, das ist bewusst so gemacht. Es hat seinen Preis, viele Sachen parallel zu machen. Aber eins ist sicher, die würden ganz lange bestehen. Zwar immer in verschiedenen Zusammensetzungen, weil das, was funktioniert, wird sich weiterentwickeln und was nicht funktioniert, wird einfach wegbrechen. Und was wegbrechen, was funktioniert, weiß keiner voraus. Aber man hat die Strukturen geschafft, ein selbstlernendes System, das sich das dementsprechend entwickeln kann. Das geht auch etwas im Kleineren. Da gibt es ein sehr seltenes Beispiel, Schwimmung. Als Manager, dass man bewusst sagt, ich weiß nicht alles, sondern ich habe die Voraussetzung, dass ich ein selbstlernendes System habe, wo andere praktisch die Entscheidung für mich treffen. Und in Augsburg gibt es die Firma Backchallenge. Die haben eine Kasse mit 5 Millionen Euro, wo jeder Mitarbeiter, mit egal welcher Idee, sich bedienen kann und sein eigenes Projekt umsetzen kann. Der Herr Ertl hat gesagt, das hat er jetzt schon längere Zeit gemacht und er ist ein sehr intelligenter Mann, hat aber gesagt, wenn er selbst entscheidet, gab es ein schlechteres Ergebnis, als wenn er sich überhaupt nicht einmischt. Das heißt, zusammenfassend, Vielfalt ermöglichen ist eine Managerentscheidung, das ist von Top-Down. Er schafft den Raum, den Spielraum und legt auch das Spielgeld fest, wo andere Leute dann Entscheidungen treffen können. Das heißt, entscheiden lassen ist das Entscheidende. Nicht zu versuchen, was klassische Innovation ist, man macht eine große Vielfalt und dann wird entschieden, was man dann im Markt umsetzt. Sondern sagt ganz klar, man schafft diese Vielfalt und lässt andere Leute dafür entscheiden, am besten den Markt an sich. Und die Kontrolle besteht dadurch, dass man die Verlustkosten vorher festlegt. Die Kosten für eine Entscheidung wird praktisch festgelegt und damit hat man den Freiraum derjenige, der dann den Freiraum hat, dann auch selbst zu entscheiden. Ohne dabei das Unternehmen an sich in Gefahr zu bringen, sondern neue Möglichkeiten aufzumachen. Zusammenfassung. 29.600 Firmen sind letztes Jahr bankrott gegangen. Die Firmen gibt es nicht mehr, aber die Menschen gibt es noch. Deswegen ist das Wichtigste von allen, das Allerwichtigste ist der Mensch. Es geht darum, selbstverantwortlich zu werden, dafür zu sorgen, dass die Zeit, die wir jeden Tag zu haben, 24 Stunden, dass die Anzahl der Stunden mit dem Erleben erfüllt ist, was wir wirklich wollen. Das zweite, überleben. 29.600 Firmen sind letztes Jahr gescheitert. Keiner weiß im Voraus. Und ein Unternehmertum ist normal. Erfolg und Misserfolg gehören zusammen. Und das sollte auch Bestandteil der Kultur werden. Und der entscheidende Punkt, um zu erleben, ist, dass Misserfolg, deren Wirkungskraft reduziert wird. Das heißt, wenn man bewusst vorgeht, bewusst mit Misserfolg rechnet, aber die Wirkkraft von Misserfolg limitiert, setzt damit die Voraussetzung, dass er langfristig auch überleben wird in seiner Firma. Startups spielen Sie. Reden Sie mit Leuten. Nur wenn Sie mit Leuten reden, können Sie Partner finden. Haben Sie Spaß. Probieren Sie neue Sachen aus. Nur so kann man es neu schaffen, ins Handeln kommen. Einfach loslegen. Aber immer den Point of No Return beachten. Immer die Fähigkeit haben, wenn was nicht klappt, neu starten zu können.
um eine neue Sache auszuprobieren. Ermöglichen. Schaffen Sie selbstlernende Strukturen, die Ihnen Lösungen bringen, von denen Sie heute nichts wissen. Es macht Spaß. Und es ist spannend. Und gerne helfe ich Ihnen dabei. Gönnen Sie sich einen Perspektivwechsel. Eröffnen sich neue Chancen. Nutzen Sie Ihre Chancen. Fragen.